wenn wir in unserem Leben nicht gegen die Machenschaften des Teufels angehen, wenn wir nicht ihm entgegentreten, wird er dazu übergehen, sich immer mehr Raum in unserem Leben zu nehmen. Immer mehr uns zurückdrängen und immer mehr in unser Land hineinkommen. Wir müssen gegen die Machenschaften des Teufels aufstehen. Und es gibt keine friedliche Koexistenz mit dem Feind. Wir können nicht mit ihm in irgendeinen Kompromiss einsteigen. Er wird uns überrumpeln und bei manchen Gläubigen habe ich das schon erlebt, dass sie wieder zurückgefallen sind. Oder dass sie in einem bestimmten Gebiet dem Feind sogar wieder dienen. Mir fällt da eine ganz alte Geschichte ein, die du auch kennst. Im 1. Samuel-Buch steht sie geschrieben. Da geht es darum, dass Goliath und David diesen Kampf haben. Goliath tritt 40 Tage morgens und abends aus den Schlachtreihen seiner Krieger hervor und er sagt, ich fordere das Heer Israels heraus. Und immer, wenn die Israeliten ihn gehört haben, dann haben sie ihn gesehen und haben gesagt, habt ihr diesen Krieger gesehen? Habt ihr seine Größe gesehen? Habt ihr gesehen, was der für eine Kraft hat? Habt ihr gesehen? Und sie sind weggelaufen. Sie hatten kein Standing in dieser Situation, diesen Feind zurückzudrängen. Das war für David keine Option. David war ein junger Kämpfer. Eigentlich kam er nur von der Weide seines Vaters. Er ist zu seinen Brüdern gekommen, um ihnen etwas zu bringen. Und er hört, wie die Israeliten über diesen Goliath sprechen. Wie sie über diese Macht sprechen, die er hat. Und dass er schon in jungen Jahren ausgebildet wurde als ein mächtiger Kämpfer. David sagt, das ist nicht die Option für uns. Wir müssen gegen diesen Feind antreten. David sagt, ich komme von der Weide und Gott hat mich gelehrt, gegen Löwen und gegen Bären anzutreten und mir den Sieg darin zu geben. Wie sollte er mir den Sieg nicht hier über diesen Feind geben? David kam nicht in seiner eigenen Autorität und Stärke. Er war sich sehr darüber bewusst, dass die Stärke in ihm die Stärke Gottes in seinem Leben war. Und dass die Hand Gottes mit ihm sein würde, wenn er gegen den Feind aufsteht. Und so positioniert sich David sogar gegen den Rat oder gegen die Worte der eigenen Brüder, die ihn davon abhalten wollen, die ihm irgendwelche Dinge erzählen, um ihn runterzuhalten. David steht auf. David akzeptiert keinen Kompromiss. Für ihn gibt es das nicht, dass er sich zurückziehen würde. Er schätzt diese Kampfsituation sehr richtig ein. Und für ihn gibt es diesen Kompromiss nicht, keine friedliche Koexistenz. Er weiß, dieser Feind muss aus unserem Leben weichen. Und dass er dem Feind dienen würde, das schon gar nicht. David hat einen festen Entschluss in seinem Herzen gefasst. Und er sagt, ich komme nicht in meiner eigenen Stärke, sondern ich komme in dem Namen Gottes. Und so tritt er vor Goliath an. Selbst die Rüstung, die Saul ihm geben wollte, selbst die natürliche Stärke, selbst diese natürlichen Auswege oder diese natürlichen Dinge, die er hätte wählen können, legt er beiseite. Keine natürlichen Konzepte, sondern er verlässt sich auf Gott, er verlässt sich auf die Stärke Gottes, er verlässt sich auf den Weg Gottes, er verlässt sich auf die Autorität Gottes, die in seinem Leben ist. Und er steht gegen den Feind auf und er drängt diesen Feind zurück. Und er drängt ihn nicht nur zurück, sondern es kommt zu diesem 1:1 Kampf und David erledigt diesen Riesen. Er haut ihm den Kopf ab. Ein wichtiger Punkt für mich in diesem Zweikampf ist der, dass David nicht nur mit der Schleuder diesen Riesen zum Hinfallen brachte,
sondern dass er nicht eher aufgab, bis dem Riesen der Kopf abgeschlagen war. Das ist für mich ein ganz geistlich wichtiges Prinzip. Nicht davon, dass wir einmal einen Erstsieg errungen haben, gibt der Feind auf. Er wird vielleicht versuchen, wieder aufzustehen in deinem Leben, wieder sich Raum gewinnen, wieder mit den alten Dingen kommen, wieder mit Verletzung, wieder mit Ablehnung, wieder mit Sucht, wieder mit irgendwelchen Dingen. Nein, David haut diesem Riesen den Kopf ab. Und das ist unsere Option. Das ist dein und mein Auftrag. Nicht kooperieren mit dem Feind. Nicht sagen, oh, heute geht's mir nicht gut, vielleicht versuche ich das morgen. Vielleicht bin ich morgen stark genug. Nein, der Feind ist so mächtig, ich ziehe mich lieber zurück. Nein, das ist nicht der Weg. Der richtige Weg ist, ich komme in der Autorität Gottes gegen diesen Feind in meinem Leben an. Ich weise ihn zurück. Ich sage, dass er nichts in meinem Leben zu suchen hat. Ich sage, dass Sucht verschwinden muss. Ich sage, dass Abhängigkeiten verschwinden müssen oder irgendwelche seelischen, psychischen Nöte. Ich weise den Feind zurück aus dem Land, was er sich hier in meinem Leben nehmen will. Ich weise ihn zurück in der Autorität Gottes. Und das Blut des Lammes macht diesen Unterschied. Du kommst nicht in deiner eigenen Kraft, sondern du kommst, indem du sagst, im Namen Jesus und im Namen dessen, der sein Blut vergossen hat, zur Erlösung, zur Errettung und zur Befreiung, weise ich den Feind, der in meinem Leben wüten will, zurück. Ich schmeiße ihn raus. Ich sage, pack deine Sachen und verschwinde aus meinem Leben. Du wirst sehen, wenn du dich mehr und mehr übst in diesen Kämpfen, wenn du mehr und mehr einübst, dem Feind wirklich zu widerstehen, du wirst immer mehr Siege erleben, du wirst immer mehr Land einnehmen, du wirst stärker werden in deinem Geist, du wirst stärker werden sogar in deinen körperlichen Funktionen. Lerne das, in der Autorität Gottes zu laufen. Nimm den Namen Jesus als ein mächtiges Schwert auf deiner Zunge und geh gegen den Feind an. Keine Koexistenz mit dem Feind. Denn Gott hat mehr für dich.